Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Beenden. Du kannst fünf verschiedene... Okay. Höhere Spitzengeschwindigkeit, maximale Spitzengeschwindigkeit. Was ist ein Reifen? Ah, zwei habe ich. Ich habe zwei. Also zwei habe ich noch. Was ist denn... Was sind denn W? Weiche, ja. In der Medians... Achso, für das Rennen vorbehalten. Achso, ich habe noch drei für die Dings setzen. Ne, dann ist es eigentlich okay. Dann vom... Kurve 3 wird dir als erstes Probleme bereiten. Die Einfahrt ist am höchsten Punkt einer Steigung und es ist eine täuschend enge Kurve mit einem späten Scheitelpunkt. Gute Bodenhaftung bekommst du nicht so leicht hin. Wenn sie dir zu schwierig ist, kannst du schneller hineinfahren und ein Stück über die Auslaufzone fahren. Okay. Rausfahren natürlich. Alles bereit. Wir müssen ja für das Rennen vorbereitet sein. Jetzt haben wir uns die neuen Minions aufgezogen. Mit einer Hoffnung, so wie das auch aussah, dass wir besser und schneller sind. Ja, wann kann ich denn übernehmen? Also ich übernehme jetzt. Ich habe jetzt mein Fahrzeug wieder in Kontrolle. Ja, wir sind mal nicht so. Oder wir sind doch so. Er überholt uns doch nicht. Ich dachte, er überholt uns jetzt. Kurve 3. Macht mir ja schon Probleme. Zum Glück habe ich keinen Quali gemacht. Also Quali wollte ich unbedingt nicht machen, weil ich Angst hatte, wie ich da rauskomme. Schäden sind alle an. Also komplettes Auto, komplettes Schäden, alles. Was in die Richtung geht. Und wie gesagt, die Fahrer einstellen. So fett. Und los geht's durch. 0,2 Sekunden kann ich mich verbessern. Es ist nicht viel, aber es ist etwas. Ah, komm raus. Schleunige, du Mistvieh. Ah! Scheiß Kurve genommen. Oh, nee. Ich will mal... Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Ich will kein Boxenstopp. Bestätigt. Nein! Ich wollte gucken, was es noch alles gibt. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Aber die Strecke ist noch nass. Was rausholen. Letzte Runde mit Intermediates, dann gehen wir rüber auf Trocknen, glaube ich. Dann können wir die Trocknen nehmen.
es war auch dämlich, jetzt die trockenen zu fahren, die ganzen Reifen zu benutzen, weil wenn wir im Rennen dann nur noch Scheißreifen haben, sind wir eben da dem Scheiß drauf. Und die S wurde aktiviert. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Da Spiel fahren wir nicht mehr. Da können wir ja nicht großartig auf die Familiens gehen. Diese Scheiße. Ey, kann man nicht großartig auf Weiche oder sowas gehen? Ah, die Kurve war scheiße. Die Kurve war richtig, richtig scheiße, ey. Doch, komm. Boxenstopp. Ich gehe auf Trocknen. Ich hoffe, ich kann auf Trocknen gehen. Platz 9 ist nicht das, was mir gefällt. Platz 9 ist nicht das, was mir gefällt. Wie sieht die Geräusche an? Das ist sowas von geil. Das kriegst du bei anderen Let's Playern teilweise gar nicht mit, weil die eben Multiplayer spielen. Und da kriegt man ja sowas überhaupt nicht mit, diese Stimmung. Diese Reden. Das gibt jetzt schon auch. Kann ich überhaupt nicht drüber gehen? Ja, kommt. Wärmt mir die Scheißreifen. Scheint sieht es richtig kalt aus, weil der Föhn jetzt immer extrem pustet. So, Setup. Reifenwahl. Trocken. 5 Sekunden, 5,9. Ah ne, Ultrasoft. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,23,3. Warum sind die unterschiedlich? Geringste, das ist mir jetzt scheißegal. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben 9 Minuten. Wir haben 9 Minuten. So, ausgewählt, okay. Zeug. Dann wollen wir auf die Strecke wieder. Geht zur Strecke und wir wollen ja rausfahren. Fertig. Allein diese halbe Stunde macht mir so viel Spaß. So, hier. Ich kann ihn auch in die Hände klatschen. Aber... Oh, da wäre fast in reingefahren. Ja, ich bin mager vor. Ach du Scheiße. Es ging ja jetzt schnell. Oh, fuck, ist das teilweise noch nass. Ja, das muss ich mal vor. Reinfährst. Jetzt kommen. Ins Schutzen! Oh, ein kleiner Leck ist mir aber auch scheißegal. Ich bin bei 90 fucking FPS. Das Spiel hat mir gesagt, ich soll alles auf niedrig spielen.
Mit 10 Sekunden komme ich sicherlich nicht runter, nee. Aber ich will auch nur gut platziert sein. Platz 5. Gute Runde, wir sind jetzt auf P5. Scheiße. Mager. 0,9 auf den ersten. Das kriege ich glaube ich nicht mehr hin. Mich dann schon auf meinen Kopf wie du. Ich mache so nehmen dann gleich wieder einen Kopf auf. Ich nehme heute relativ viel auf, weil heute ist Sonntag und ich möchte morgen am Montag den PC mal wieder sauber machen. Also Kabel rausholen, alles abwischen und das Computer drin. Scheiße, Training macht ja nichts. Training bringt ja nichts. Training bringt ja keinen Rundenstart. Muss ja in die Quali gehen dafür. Oh, bin ich bescheuert. Noch bescheuert. Ah, jo, und da hatte ich noch Zeit rausgeholt. Leck mich doch. Na ja, gut, wir gehen dann gleich ins Rennen. Das ist dann eben der nächste Part. So können wir uns jedenfalls schon mal ein bisschen eintrainieren und einfahren. Und ich würde sagen, mir gefällt das Spiel. Ich bin jetzt schon am überlegen, ob ich mir das nicht kaufe. Wenn nicht für Let's Plays, sondern für normale so zum bisschen spielen. Ich weiß, manchmal weiß man nicht nie, was soll man spielen, auch wenn man 3000 Spiele hat. Gefühl 3000. Alles ist irgendwie scheiße. So, 2 Runden noch. Ich komme hier nicht raus. Nee, ich höre hier gar nichts mehr raus. Ich könnte aber auch an den alten Reifen liegen. Ich ziehe jetzt keine. Ich schaffe das auch nicht mehr, neue Reifen aufzuziehen. Jetzt bin ich lieber noch die Trainingszeit und wir fahren noch ein bisschen. Bin mal gespannt, wann ich diesen Part rausbekomme, weil großartige Vorproduktion habe ich nicht mehr. Ich hole noch Zeit raus. Was hole ich denn hier noch an Zeit raus? Wollt ihr mich verarschen? Eriksen macht Platz. Mach Platz, Eriksen! Na, oh, das war ein Leck. 5-5. Das war's.
Wir können sogar nach innen. Ich will einfach jetzt mal einfach nur mal so gucken. Ich gebe jetzt die ganze Zeit Vollgas. So. Fuck. Okay, wenden wir mal kurz vorzeitig. Das war nicht so geplant. So. Wiederholung. So, und hier hatte ich nochmal geguckt, gehabt, wegen Gas geben und sowas. Und dann bin ich so scheiße. Wäre ich frontal drauf gefahren, hätte ich mir vielleicht nur mein Kotflügel weggehauen. So, wir. Scheiße, wir müssten beenden. Leute, ich würde einfach mal sagen, dann beenden wir mal. Obwohl. Nee, neu starten will ich es auch nicht. Da ist mir die Zeit zu schade. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Pod gefallen hat, gibt noch einen Daumen. Wenn ich deinen Daumen runter, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen würdet oder auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal, sagt der Mann aus dem Wort. Ciao, ciao.